ein Paar, was sich noch gar nicht so lange kennt. Im vergangenen Jahr hat Birkhofstopas seine Box in Österreich bezogen und Viktoria Max Theuram ihren ersten Sieg dieses Jahr im Mai gefeiert. Und auch die beiden richtig gut unterwegs. Totti lass mal Sandro Hit. Das ist natürlich eine Menge Energie und die hat er hier gleich schon mal auf der ersten Diagonalen ausgespielt. Da muss sie, glaube ich, fast aufpassen, dass er nicht zu übereifrig ist. Super ausdrucksvolle Traversale. Wow. Mit einer schönen, ja, sehen Sie das? Manchmal noch so ein bisschen der Übereifer, noch nicht ganz komplett losgelassen. Aber hallo, der ist ja auch erst 11 und dann hat man sie ja lieber ein bisschen an, als dass man sie durch die Prüfung tragen muss. Und an ist er, positiv an. Ja. Hier ist er noch so ein bisschen übereifrig, ne? Starker Trab da. Gibt er alles, da darf er gerne so einen Hauch lockerer zum Durchschwingen kommen. Boah, der will ja richtig weg vom Boden, aber richtig. Superschönes Kreuzen, guck mal hier. Diese Passage, die ist enorm. Enorme Passage. Heute vielleicht noch mit so einem Hauch zu viel. Aber weg vom Boden will, der geschlossen ist, der durch den Körper arbeitet. Guck mal hier. Wenn sie das noch gleichmäßiger hinkriegt, er noch so ein bisschen mehr Ruhe dabei hat, ein Hauch weniger Spannung von der Machart ist diese Passage absolut klasse. Insgesamt eine tolle Trabtour mit richtig viel Go. Wenn wir diese Prise Erfahrung noch mit reindenken uns, die er in den nächsten Monaten natürlich aufnehmen wird, dann... Boah, da ist er jetzt nicht ganz, da kann er im Schritt... qualitativ, sage ich jetzt mal, nicht an seine Trabtour anknüpfen. Der Schritt nicht ganz so groß im Ablauf. Hohoho, jetzt muss ich aufpassen. Da wird er ein bisschen spannig. Oh. Okay. Na, oh, Missverständnis. Da hat er echt, glaube ich, kurz gefragt. Hä, was soll ich? So. Die Passage, das muss schon ein echt cooles Gefühl sein. Ja, er kriegt es noch nicht so ganz in jedem Moment ausbalanciert. Ist noch nicht ganz sicher. Piaffe noch im Vorwärts. Ja, immer mal zwischendurch noch so ein Double Beat im Hinterbein. Aus einem gewissen Übereifer wahrscheinlich auch heraus. Ganz, ganz spannendes Nachwuchspferd. Was sie denn? Nachwuchspferd ist jetzt auch schon wieder Quatsch. Er ist 11, aber wie gesagt, die beiden kennen sich ja noch nicht so lange. Sehr schön fließend. Da darf er gerne einen kleinen Hauch mehr ins Bergauf für meinen Geschmack.
Na, guck mal. Wechsel schön durchgesprungen. Immer schön im Hinterbein drunter. Dieses aktive Hinterbein, da steht natürlich schon echt auch Papa und Großpapa dran. Jawohl. Schön den Moment abgewartet für den fliegenden Wechsel, für meinen Geschmack genau richtig getimt. Na komm, bleib schön vorne oben. Ja, da wird er noch so ein Hauch flach, hat am Ende der Pirouette nicht mehr ganz die Balance. Nimmt er ihr den inneren Schenkel noch nicht. Also beide Pirouetten, da können sie noch sicherer werden. Besonders natürlich zweite hier heute etwas übereilt. Oh. Das ist schon außergewöhnlich. Die Passage ist außergewöhnlich vom Abfußen von allem. Ah, da kommt dann noch so ein ganz klein bisschen Gruppe hoch. Oh, jetzt schön die Ruhe bewahren, ihn geschlossen halten. Wow. Definitiv ein absolutes Ausnahmepferd, was sie da hat, die Viktoria Max Theurer mit Birkhoffs Topaz FBW. Der will sowas von weg vom Boden und ich glaube, der findet sich auch selber ganz schön cool. Und das ist ja auch ein Riesenplus, ne? Wenn die Pferde sich darstellen und präsentieren wollen. Und den Eindruck hat man bei ihm hier absolut. Manchmal noch so ein bisschen übereifrig, hier so ein bisschen zu viel im Vorderbein und ein bisschen wenig korrelierend mit dem Hinterbein. Aber insgesamt war das einfach eine wahnsinnig ausdrucksvolle Runde. 74,830 und ich würde sagen perspektivisch. Noch eine ganze Schippe drin. Wir wollen uns jetzt dabei auch Nicole Engelmeier, Sabrina Royan.